Liebe Ehrengäste, liebe Yoga-Freundinnen, liebe Yoga-Freunde, ich heiße euch und Sie herzlich willkommen zum zweiten Business-Yoga-Kongress hier bei Yoga Vidya Bad Meinberg. Dieser Kongress hat drei Hauptschwerpunkte: neue Wirtschaft, neue Arbeit, Empowerment in Arbeit und Gesundheit, neue, alte Wege. Das sind drei Bereiche, in denen Yoga im Business wichtige Impulse geben kann. Neue Wirtschaft, neue Arbeit. Die moderne Wirtschaft hat eine große Dynamik. Ständig entstehen neue Berufe, neue Arbeitsformen, neue Produkte, neue Vertriebswege, neue Herausforderungen. Und Yoga hilft, diese Herausforderungen zu gestalten, flexibel zu sein in einer sich ändernden Welt. Empowerment in Arbeit und Gesundheit. Yoga hilft Menschen, ihr Potenzial zu spüren, zu entfalten, Zugang zu finden zu Selbstbewusstsein, Zugang zu finden zu ihrer eigenen inneren Kraft. Yoga hilft Menschen, das in die Arbeit zu bringen und selbst etwas zu tun, damit die Arbeit sich auch menschengerecht entwickelt. Verdichtung in der Arbeit, gestiegene Herausforderungen in Zeiten des globalen Wettbewerbs, ständig neue Produktivitätsfortschritte, all das sind große Herausforderungen für den Menschen heute. Und Yoga gibt Menschen Werkzeuge an die Hand, um mit Engagement seine Welt zu gestalten und dabei gesund zu bleiben oder vielleicht auch wieder zu werden. Dritter Punkt, neue alte Werte. Wirtschaft, Business ist kein Selbstzweck. Eine Kultur braucht Werte. Und die uralten Werte des Yoga sind heute aktueller als je zuvor. Denn die Werte des Yoga sind keine starren Vorschriften, sondern sind Werte, die in jeder Zeit neu interpretiert und gelebt werden können, im Inneren erfahren werden können, aber doch Verbindlichkeit brauchen, damit eine menschenwürdige Gesellschaft sich entwickeln kann. So hat dieser zweite Business-Yoga-Kongress von Yoga Vidya eine wichtige Schwerpunkte und ich meine, kann vieles beitragen dafür, dass Yoga mehr ins Business hineinkommen kann und dass sich die Wirtschaft auf menschenwürdige Weise entwickeln kann. Dieser Business-Yoga-Kongress wird organisiert vom Berufsverband der Yoga-Vidya-Lehrerinnen und Lehrer in Zusammenarbeit mit Yoga-Biz. Der Berufsverband der Yoga-Vidya-Lehrerinnen ist Europas größtes Netzwerk von Yoga-Seminarhäusern, Yoga-Schulen, Yoga-Lehrern. Und wir sind seit einigen Jahren auch besonders engagiert im Weitergehen von Yoga im Business. Kulturen haben so ihre Leitkultur und in unserer heutigen Zeit ist das sicherlich die Wirtschaft. Früher war es mal das Militär, irgendwann war es mal die Religion, irgendwann mal war es andere Aspekte der Kultur. Und wenn wir wollen, dass die ganze Kultur sich gut entwickelt, dann muss man es eben auch an der Wirtschaft besonders ansetzen. Und deshalb engagieren wir uns sehr gerne auch im Business-Yoga. Kongress ist in Zusammenarbeit entstanden mit YogaBiz, einem Netzwerk von Yogalehrern und Yogalehrerinnen, die Yoga ins Business bringen wollen und selbst schon seit einigen Jahren darin aktiv sind. Einige, was wir dort in Zusammenarbeit bisher gestaltet haben, ist eine Business-Yoga-Lehrer-Ausbildung, dann ein Business-Yoga-Portal mit Videos und Übungsreihen und vielen Empfehlungen und eben auch ein entstehendes Business-Yoga-Lehrer-Netzwerk, das Firmen Ansprechpartner haben, die Business-Yoga-Lehrer suchen und umgekehrt Menschen, die dort sich im Business-Yoga engagieren wollen, dass sie eine Plattform haben, auf der sie sich ihr Angebot zeigen können. Wir haben einen Schirmherr für diesen Kongress, den Dr. Gerald Grisser, ehemaliger Generaldirektor in der Verwaltung der Europäischen Zentralbank. Er konnte leider nicht kommen, aber hat uns einen Geleitbrief geschickt, ein Grußwort, und das will ich gerade verlesen. Also Dr. Gerald Grisser.
Noch vor wenigen Jahren wären die Begriffe Yoga und Business kaum einmal in einem Atemzug genannt worden. Das ist heute anders. Zum Glück anders. Zu unser aller Glück. Wir leben in einer Zeit voller Katastrophen, Erschütterungen und Skandale, die uns betroffen machen und manchmal sogar verstören. Doch mit den Erschütterungen kommt auch mehr Transparenz und eine größere Klarheit in unser Leben, die verkrustete Strukturen in uns und in der Gesellschaft in Bewegung bringt. Wenn die gesellschaftliche Kruste des Offiziellen, des Förmlichen und des Klebens am materiellen Erfolg aufbricht, dann gerät vieles in Bewegung, genauer gesagt in Fluss. Wenn der kleinere Gewinn reicht, wird Wettbewerb zum friedvollen Arbeiten miteinander und füreinander. Dann findet nicht nur die Geschäftsfrau, sondern auch der Geschäftsmann zum Yoga und im Fluss der Übung zu sich selbst. In diesem Sinne wünsche ich allen Kongressteilnehmern eine fruchtbare Übungszeit. Dr. Gerald Grisse, Generaldirektor im Ruhestand der Europäischen Zentralbank, jetzt Zen-Lehrer. Ich begrüße Frau Maria Klaas vom Handelsausschuss der Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold und freue mich, dass Sie erstmals bei uns hier sprechen werden zu Beginn eines Kongresses. Sehr geehrter Herr Breetz, sehr geehrter Herr Bayerl, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Lippe. Anhand der Autokennzeichen habe ich ja gesehen, nicht alle kommen aus Lippe, sondern sie kommen aus der ganzen Bundesrepublik. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Kongress hier in Bad Meinberg. Als Vertreterin der lippischen Wirtschaft freue ich mich, dass unser Hauptgeschäftsführer keine Zeit hatte und ich deswegen hier stehen darf. Gesundheit ist das höchste Gut, das wir Menschen besitzen. Die Gesundheit müssen wir ganzheitlich sehen. Gesundheit hat nicht nur eine persönliche Bedeutung, sondern sie hat auch einen wesentlichen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Unsere Unternehmen, für die wir stehen als Industrie- und Handelskammer, brauchen körperlich und mental fitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine große Herausforderung, denn in Zukunft wird die Wissensarbeit einen noch bedeutenderen Stellenwert einnehmen als heute. Gesundheit ist somit ein Produktionsfaktor, und zwar ein entscheidender. Wenn Menschen nicht mehr mit 60 Jahren am Ende ihrer Kräfte in Rente geschickt werden müssen, sondern wenn sie vielleicht bei weniger Arbeit, bei flexibler Arbeit, bei weniger Einkommen natürlich auch, mit Freude bis 70 mitarbeiten in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen, dann sind die zusätzlichen Lebensjahre das Wachstum unserer Volkswirtschaft und das für alle Branchen. Unsere Unternehmen haben bereits sehr frühzeitig erkannt, dass ein betriebliches Gesundheitsmanagement auf diesem Weg eine Win-Win-Situation schaffen kann, und zwar für Sie und Ihre Beschäftigten. Studien belegen, dass jeder Euro, den wir als Unternehmen aufwenden in dieser Richtung, sich mindestens verdreifacht. Und ich kenne Betriebe hier bei uns, die seit mehr als 10 Jahren Gesundheitsmanagement betreiben und wo es sich auszahlt im Sinne von geringere Krankenstände. Also Win-Win. Der Mitarbeiter, dem es besser geht, der Unternehmer, der weniger Krankenstände hat. Dieser Effekt wird durch den demografischen Wandel weiter zunehmen. Der Anteil älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Belegschaften wächst beständig. Vorausschauendes Gesundheitsmanagement ist deshalb unverzichtbar. Um die knapper werdende Ressource Fachwissen und Fachkompetenz im Unternehmen zu halten. Rechtzeitiges, präventives Handeln ist daher in den Unternehmen gefragt. Unsere lippischen Unternehmen haben das sehr frühzeitig erkannt. Und wir als IHK haben bereits im Jahr 2006 als eine der ersten Kammern in Deutschland einen Arbeitskreis Gesundheitswirtschaft gegründet, um genau diesen Aspekt noch weiter nach vorne zu bringen. Und in diesem Arbeitskreis sind zusammengeschlossen die unterschiedlichsten Vertreter von
erstens natürlich Unternehmen, zweitens aber auch Institutionen und Organisationen, die ja das Thema auch haben, weil Arbeitnehmer dort beschäftigt sind. Natürlich haben wir auch Unternehmensberater, Ernährungsberater, Physiotherapeuten, Heilpraktiker und hier Frau Thelen aus dem Hause Yoga Vidya als eines unserer Gründungsmitglieder. Und wenn ich das so sagen darf, ich weiß vom Sozialgericht, die haben einen Gesundheitstag gemacht und im Rahmen dieses Gesundheitstages dort sind Check-ups gemacht worden und sie haben aus den 600 Besuchern 3 Personen herausgefunden, die nachweislich krank waren und nichts von ihrer Krankheit wussten. Das sind Erfolge, die auch dann, wenn wir diese Best-Practice-Beispiele weitererzählen, Mut machen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und auch aufzuzeigen, dass Gesundheit ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Der Arbeitskreis hat sich deshalb das Motto gegeben: gesunder Mitarbeiter gleich gesunder Betrieb. Fit sein und bleiben, das ist das Ziel der betrieblichen Altersförderung, der betrieblichen Gesundheitsförderung. Dabei spielt Alter natürlich keine Rolle. Und die Umsetzung kann ganz unterschiedlich sein. Und es muss nicht das Fitnessstudio sein. Das kann sich nur ein Großbetrieb sicherlich leisten. Aber wichtig ist einfach, dass Gesundheitsförderung thematisiert wird, dass Schwachstellen identifiziert werden und dass dann Maßnahmen ergriffen werden, um dem entgegenzuwirken. Oder wie es jetzt ein Referent am letzten Wochenende sagte, wir müssen das Bewusstsein für ein Thema wecken und das ist hier in diesem speziellen Fall eben das Thema Gesundheit. Ich habe eben schon ein Best-Practice-Beispiel genannt. Wir haben sehr viele, die wir bedingt durch den Arbeitskreis von unseren Unternehmen natürlich in Referaten erfahren und wo wir dann auch im Arbeitskreis dann die Plattform bieten, um das zu verbreitern. Das beginnt bei Dingen wie Arbeitsplatzuntersuchung, ob es Elektrosmog oder Schimmelpilz gibt. Der Betrieb hat das einfach nur freiwillig gemacht und festgestellt, er hatte eine Ecke, wo es Schimmelpilze gab, die offensichtlich aber gar nicht zu sehen waren. Denn es ist kein Betrieb, ich kenne ihn persönlich, wo man sagen würde, oh, hier gehe ich, aber setze ich keinen Fuß in die Tür. Fand ich einfach toll, dass der Unternehmer gesagt hat, mache ich mal prophylaktisch. Es gibt natürlich mobile Massagen im Unternehmen in regelmäßigen Abständen. Das ist schon in einigen Betrieben mittlerweile Standard. Es gibt Kooperationen mit Fitnessstudios, Versicherungen und Krankenkassen. Es gibt Betriebe, die finanzielle Beiträge pro Monat für die Mitarbeiter leisten, die aktiv, nicht nur so wie ich passiv, ich stehe da eine Flanke, in einem Fitnessstudio ihrer Wahl sich aktivieren und es eben lieber so haben, lieber privat und das nicht im Unternehmen leisten möchten. Es gibt Gesundheitsveranstaltungen, wie ich gerade genannt habe, mit Check-ups. Es gibt auch regelmäßig stattfindende sogenannte Gesundheitstage in einem unserer Unternehmen und das Motto dort heißt, ich habe Rücken. Weil das gerade in diesem Betrieb die häufigste Krankenursache ist und damit immer wieder Werbung dafür gemacht wird, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, etwas für Muskeln, für Skelett zu tun, um einfach sich wohler zu fühlen, damit eben aber auch dann die größere Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz zu haben. Ernährungsberatung, angepasstes Essensangebot in der betriebsinternen Kantine runden das Angebot ab. Und ein Bericht noch aus einem Unternehmen der IT-Branche, wo Stress an der Tagesordnung ist. Dort hat der Geschäftsführer gesagt, so geht das hier nicht weiter. Jeder darf eine Auszeit haben, nur wir hier nicht. Und unsere Mitarbeiter müssen immer leistungsfähig sein und immer unter Druck arbeiten. So geht es hier jetzt nicht weiter, wir brauchen mal etwas anderes. Und in Zusammenarbeit mit Ministerien bzw. mit Unternehmensberatern im Gesundheitsbereich haben die Stressbewältigung, Stressabbau betrieben, ganz gezielt mit ihren Mitarbeitern und kommen dann zu dem Ergebnis, dass dadurch eine spürbar verbesserte Kommunikation im Unternehmen vonstatten gegangen ist, im Nachhinein. Also etwas, was sie gar nicht so mit bezweckt hatten, aber was das Ergebnis war. Sie hatten eine bessere Partizipation und höheres Verständnis füreinander nach diesem Prozess. Es wurde ein höheres Bewusstsein der Mitarbeiter für Betriebsabläufe, Arbeitsorganisation und die Vermeidung von Stressoren durch bessere Planung erreicht. Man identifizierte
bislang unbekannte Probleme und Reserven, beides Probleme und Reserven, die man vorher gar nicht gesehen hatte, und einen unternehmensinternen Wissenszuwachs durch differenzierte Mitarbeiterbeiträge. Und natürlich auch noch, last but not least, ein verbessertes Rollenverständnis im Team. Alles bewegt durch dieses Seminar Stressbewältigung, Stressabbau. Wir haben hier natürlich auch ein Vorzeigeunternehmen, mit einer der größten Unternehmen, die haben ein eigenes Gesundheitszentrum. Das habe ich ja gerade gesagt, das ist nicht für jeden Betrieb möglich. Dort werden mit ausgebildeten Diplom-Sportlehrern und Physiotherapeuten für jeden Teilnehmer ein persönliches Profil erarbeitet und dann nach diesem Gesundheitscheck wird ein individuelles Trainings- und Übungsprogramm erstellt und das bereits seit 2004. Fazit: Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Die Unternehmen wissen, dass ihr wichtigstes Kapital die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und dass ihr Unternehmenserfolg nur mit motivierten und leistungsfähigen Teams möglich sind. Beides kann man aktiv fördern durch motivierendes Betriebsklima und eben betriebliche Gesundheitsförderung. Das ist unseren Unternehmen bewusst und deshalb engagieren sie sich. Ich freue mich, dass Sie in diesem Jahr auch das Thema Business gewählt haben und damit zur Verbesserung der betrieblichen Gesundheitsförderung und des individuellen Wohlbefindens beitragen können. Sie als Yoga-Lehrende haben es mit in der Hand, Menschen in ihrem Berufsalltag zu erreichen und zu motivieren, sich persönlich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf und Ihnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer informative Vorträge und Workshops. Und am Rande, ich hoffe, dass diejenigen, die Lippe noch nicht kennen, auch die Chance nutzen, die wunderschönen Sehenswürdigkeiten des Teutoburger Waldes und speziell Lippes hier zu erkunden. Und wenn es jetzt nicht gelingt, weil Sie haben ja ein Riesenprogramm, wie ich gesehen habe, dann kommen Sie einfach später wieder. Ich lade Sie herzlich ein. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Klaas. Also gutes Bewusstsein hier im Kreis Lippe und hoffen wir, dass es überall gut umgesetzt werden kann und immer neue Impulse bekommt. So möchte ich jetzt Frau Birgit Nabhausen begrüßen. Sie nicht hier. Doch, da. Ja, von dem Verband Freie Gesundheitsberufe, der sich zum Ziel gesetzt hat, auf verschiedenste Weise dafür beizutragen, dass Gesundheit sich entwickeln kann und dass Menschen befähigt werden, andere dazu zu befähigen, ein gesundes Leben zu führen. Danke. Wir warten mal ab, was der macht. Und ich darf Sie schon ganz herzlich begrüßen mit Bravo. Ein ganz herzliches Grüß Gott Ihnen allen vom Dachverband für freie und gesundheitsfördernde Berufe. Meinen kollegialen und freundschaftlichen Dank möchte ich den Veranstaltern des zweiten Yoga Business Kongresses aussprechen und unserem Mitgliedsverband und Partner, dem Berufsverband der Yoga-Vidya-Lehrerinnen.
Dieser Berufsverband ist langjähriges und sehr engagiertes Verbandsmitglied in den freien Gesundheitsberufen. Und wir fühlen uns mit ihm ganz besonders verbunden durch die mehrjährige, ausgesprochen fruchtbare Zusammenarbeit mit Surya Thelen und Narendra Hübner. Ihrer Einladung folgend möchte ich kurz ein paar kleine Spotlights richten darauf, wer die freien Gesundheitsberufe sind, was wir tun und welche Visionen uns leiten. Die freien Gesundheitsberufe sind ein Dachverband, der vor nun 10 Jahren gegründet wurde mit dem Ziel, die unterschiedlichsten komplementärmedizinischen Gesundheitsmethoden unter einem Dach zu vereinen, eine ganzheitliche Gesundheitskultur zu entwickeln und in unserer Gesellschaft zu verankern. Zurzeit sind es 12 Verbände mit insgesamt über 8000 Mitgliedern, die durch Ausbildung, Praxis, durch Forschung und Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsmethoden vertreten aus den Bereichen der Atempädagogik und Atemtherapie, dem Ayurveda, der Kinesiologie, der Kunsttherapie, Präventologie, der Shiatsu, des Tai Chi Qigong, des Tragans und aus dem Yoga. Das Gemeinsame unserer Mitgliedsverbände erscheint in den Anliegen und Themen, die uns methodenübergreifend bewegen und in den Zielen, denen wir gemeinsam folgen. Gemeinsamer Bezugspunkt unserer Verbandsphilosophie ist ein ganzheitlicher Gesundheitsbegriff, wie er in der Gesundheitscharta der WHO formuliert ist. In der Praxis verwirklichen wir diese ganzheitliche Gesundheitsperspektive durch Empowerment unserer Klienten, also durch die Förderung von Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen und Selbstbestimmung, durch eine systemische Perspektive, mit der wir die leiblichen, seelischen und geistigen Aspekte unserer Klienten im Kontext ihrer lebensweltlichen Bezüge berücksichtigen und durch interdisziplinäre Offenheit, Vernetzung und Zusammenarbeit, um im kreativen Miteinander die Vielfalt von Ressourcen zu teilen und gesunde Gemeinschaften zu gestalten. Eine gemeinsame Aufgabe sehen die Mitgliedsverbände der FG in der stetigen Qualifizierung von Ausbildungen in komplementärmedizinischen Gesundheitsberufen. Unsere Mitgliedsverbände orientieren sich mit ihren Ausbildungskurricula an den Qualitätsrichtlinien des Dachverbandes. Die darin beschriebenen Ausbildungskriterien können auch Entscheidungshilfen sein für Menschen, die eine qualifizierte Ausbildung in einem komplementären Gesundheitsberuf suchen. Wir verstehen uns in den FG als eine lernende Gemeinschaft. Im interdisziplinären Diskurs reflektieren wir die Erfahrungen unserer Gesundheitspraktiker und die Feedbacks unserer Klienten. Dadurch erweitern wir ständig unsere praktischen Handlungsspielräume. Nach außen hin sehen wir eine wichtige Aufgabe darin, den Dialog mit den medizinischen Berufen und in der Gesundheitspolitik zu fördern. Wir vernetzen uns mit den Krankenkassen, sind in Kontakt mit Gremien und Entscheidungsträgern aus der Gesundheits- und Sozialpolitik. Zusammen mit Ärzten suchen wir nach Wegen für eine Integration medizinischer und komplementärmedizinischer Gesundheitsmethoden. Hierzu haben wir gerade ein Pilotprojekt zur integrierten Versorgung gestartet. Zentrales Anliegen ist es uns, ausübende freie Gesundheitsberufe zu stärken und im Belangen einer guten Berufspraxis zu unterstützen. Hierzu veröffentlichten wir bisher zu Themen von berufspraktischem Interesse, zum Beispiel zur Existenzgründung in einem freien Gesundheitsberuf, zu Fragen des Berufsrechts, zur Salutogenese, zu Philosophie und Ethik einer neuen Gesundheitskultur, zu Forschung und Wissenschaft und vielem mehr. Alle diese Veröffentlichungen und Artikel können Sie auf unserer Homepage finden. Mit einer Referenzliste bauen wir eine Internetplattform auf, die es Klienten erleichtert,
qualifizierte Gesundheitspraktiker in Ihrer Region zu finden. Wenn Sie selbst in einem Gesundheitsberuf tätig sind und wenn Ihr Verband Mitglied in den freien Gesundheitsberufen ist, können Sie sich hier eintragen lassen. Bei Interesse wenden Sie sich an Ihren Verband, der einen Eintrag in unserer Referenzliste vermittelt. Vor kurzem haben wir eine Berufsordnung verabschiedet, zu der sich die Mitgliedsverbände der freien Gesundheitsberufe verpflichten und die jeden Gesundheitspraktiker als Leitfaden für eine gute Berufspraxis dienen kann. Auch diese finden Sie in unserer Homepage. Vision unserer Aktivitäten ist es letztlich, mitzuwirken an einer selbstbestimmten Gesundheitskultur vom gesundheitsbewussten Menschen. Dies wird gelingen, wenn wir in unseren unmittelbaren Lebenswelten aktiv werden, im Miteinander von sozialen und psychosozialen Netzwerken, von ökonomischen Gemeinschaften, von regionalen Wirtschaftsinitiativen, gesunden Wohnwelten, Nachbarschaftsprojekten, betrieblicher Gesundheit oder auch als Gesundheitspraktiker. Hierzu habe ich gesehen, gibt es vielfältige Anregungen auf diesem Yoga-Business-Kongress. Gesunde Menschen wachsen da, wo der Einzelne sich handlungsfähig und kompetent fühlt, wo er selbst zunehmend zum Experten für seine Gesundheit wird und wo wir gemeinsam teilhaben an den Ressourcen und teilnehmen an den Aufgaben für eine gesunde Gesellschaft. Für mich entsteht dieses Bild. Wir alle tragen in uns den Patienten, den Heiler und den Künstler. Wenn wir diesen dreien in unserer Seele begegnet sind, dann sind wir offen dafür, als Patient, ebenso wie als Heiler und als Künstler, in mitmenschlichen Begegnungen Leiden zu teilen, es heilsam zu wandeln und gesunde Beziehungen in gesunden Lebenswelten zu gestalten. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr erfahren wollen, können Sie mit Surya Thelen ins Gespräch kommen und über Neues vom komplementären Gesundheitsbereich, Trends, Projekte und Allianzen etwas erfahren. Dieser Workshop steht am Samstag um 14.45 Uhr auf dem Programm. Ich wünsche Ihnen allen drei reiche Tage auf dem zweiten Yoga Business Kongress und danke für Ihre Aufmerksamkeit.